ein Spiel muss ich noch gewinnen, dann hätte ich das nächste und dann, naja, StarCraft-Helden haben wir ja eh nicht. Ja, Nova will ich irgendwann unbedingt mal ausprobieren. Die ist auf jeden Fall so ein ganz kleines bisschen OP. War das jetzt besser mit den Lanes da? Das hat super funktioniert, ja. Besser funktioniert, ne? Aber es kann jetzt auch an der Map gelegen haben, weil wir ja sowieso am Rumspringen waren, wie die bekloppt. Oh, das ist Dublonen. Das. Oh, Dublonen. Jarr. Aber wir haben doch gar nicht Piratentag. Ja, nach dem Match bin ich erstmal raus. Okay. Dublons. Das kann man auf jeden Fall häufiger mal machen. Es ist auf jeden Fall kurzweilig und nicht so. LOL fand ich so nervig mit den Items. Ja, vor allen Dingen bei LOL hätten wir jetzt erst ein Match zu Ende. Wenn überhaupt. Ja. Und hier kann man halt einfach sagen, komm, lass mal heute Abend irgendwie zwei Matches machen und dann ist eine halbe Stunde bis dreiviertel Stunde rum und dann ist gut. Ja. Da hat man dann auch was erreicht irgendwie. Ja, es ist halt, da ist Blizzard echt immer gut drin, dass sie einem auch kurzzeitig Spielspaß bieten, wenn man halt nur kurze Zeit hat. Und man kann direkt einsteigen, man muss nichts lange irgendwie suchen. Außer WoW, das ist eine Verpflichtung fürs Leben. Ja, ja, klar, aber auch da kannst du, wenn du mal nur ein Stündchen Zeit hast, ja, einfach einloggen und Dailies machen, ne? Richtig. Ich bin auf Overwatch gespannt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, was meinst du? Ja, ich spiele ganz gerne ja auch mal Team Fortress 2 und andere Shooter und da sieht Overwatch echt witzig aus. Es sieht aus wie Team Fortress 2, nur mit Blizzard-Style-Chance, finde ich. Ja, aber man wird ja sehen, wie sie es wieder dann am Ende dann tatsächlich umsetzen. Ich meine, als Heroes of the Storm gezeigt wurde, hat jeder auch nur gedacht, es ist ein LOL-Klon. Machen wir gerade gucken. Nee, nicht hinterherlaufen. Treasure on the docks. Ich habe hier Kleiner und Malfurion in einem Combo. Das beißt ganz böse. Wo haben wir denn hier mal einen Brunnen da? Ich kann die untere Kiste. Okay. Ich kann oben nur ein bisschen verlangsamen im Moment. So, ich gebe die schon mal ab. Jo. Ja, was wir haben, haben wir. Und nicht so wie das eine mal bei uns, ne? Hast du die 10 Münzen und fällst tot oben, haben die anderen die. Hm. Ich dachte, wir reden über den Vorfall nicht. Wow. Das war der Vorfall. Ja. So wie das erste Match heute. Das existiert einfach nicht. Nice. OOM. Lässt du wohl. Ich glaube, es geht dir wohl zu gut, Kleiner, hä? Brunnen. Den da möchte ich.
Wie sieht's dublonentechnisch aus? 7:0. Das höre ich gerne. Wenn ich das richtig lese. Ja, 7:0. Ich habe hier noch ein Dublonenlager, das könnte ich ja noch versuchen einzunehmen. So, ich könnte noch 2 abgeben. Warte mal. Machen wir doch die erste Salve voll, wenn ich das hier gerade richtig sehe. Ja. So, oben könnte ich ein bisschen Hilfe gebrauchen, wenn möglich. Kommt gleich. Jo. So, Schiff feuert. Wow, wir haben oben 4 Stück. Ja. Kann ich die zu... Ja, dann komm ich auch mal mit nach oben. Ich schneid die ab. Ups. Nein, nein, Kleiner, lass mich doch in Ruhe. Ach, Mist. Ach, Scheiße. Die haben jetzt 3 Dublonen mehr. Das auch nicht schlecht eben. So, ich stelle einer an der oberen Kiste, sonst gehe ich hin. Nee, ich bin da noch nicht. Aber ich kann dir Deckung geben. Geb 7 Stück ab. Ja, super. Wenn Lea jetzt abgibt, dann gibt's gleich wieder ein Feuerwerk. Lea hat genau das vor. Dann bin ich ein ganz großer Freund von Lea. Oh! Tada! Na komm schon. Au, au, au. Komm schon, hau dem Kleinen noch einmal. Ja, das war super. Ich mag solche KI-Aussetzer. Versucht zu fliehen und benutzt dann den Greifhaken an mir. Sag ich doch ganz nett danke. You're on the way. Ich klemme hier noch da oben das Dublonenlager. Ja, ich kann mich nicht teleportieren. Wie sieht's bei uns gerade dublonentechnisch aus? Also insgesamt? Ich hab 2. Voll. Ich hab 5. Ich hab nochmal 6, die kann ich nochmal abgeben gehen. Dann müssten wir sogar das nächste Feuerwerk haben. Dann komme ich zum Heini. Ja, das müsste reichen. Ich hab abgegeben. Jo. Ich gebe ihm auch ab. So, ich gehe dann wieder nach oben. Kann ich Rainer seine 2 nämlich auch noch abnehmen? Jawohl.
Wir sollten diese Söldner rekrutieren. Looks. Na komm. Dann laufe ich lieber. Und weg. So, ich habe nochmal 7. Und wir haben auch nochmal hier unten 2. So. Was ich gut finde, ist, dass die Preise auch höher werden. Ja. So dass da halt nicht fest einfach nur deine komischen 6 Dinger da abgeben musst. Oh, ja, dann klopfen wir doch mal freundlich direkt an. Ja, kleiner ist ja. So. Nein. Ah, kompletter Team Respawn. So, und nochmal 4 abgegeben. Es fehlen nur noch 2. Die kannst du bei einem Dublonenlager einsacken. Oder du holst dir da die 5. Muss dich aber beeilen, die sind gerade auf weiter Flur. 2 Stück fehlen noch. Ja. Ja, Jackie hat sie. Oder Silberdrache. Ja, dann hau rein, ne? Oh, ja. Das macht erstaunlich viel Sinn. Warte, bin gleich da. Nicht einzeln reinkleckern, sonst... Nee. Das bringt nichts. Schade. Ach, Jaina ist da auch noch. Ich muss Space. Meine 9 Münzen. Ja, geh abgeben. Die eine Münze soll ich abgeben gehen? Nee, ich meinte Jackie mit seinen 9. Achso, wie alle los hier? Wegen einer Münze laufe ich nicht. Nein. Na komm. Kriegen wir es down? Nee. Schade.
Und Jackie klopft weiter die Münzen ein. Es glitzert, ich muss es einsammeln. Ja. Davon, dass es nicht pink ist. Ja, ja. Nein, nur vertippt. Na, wieso? Passt doch. Bei deinen Lebenspunkten? Ja. So. Wie wär's denn mit dem? Oh, ich hab noch eine viel bessere Idee. Meinst du den Boss da oben? Ja, den da. Auf dem Boss. Den müssten wir doch eigentlich schaffen. Ah, Gegner rusht. Sekunde. Von wo komme ich denn? Von da. Erstmal Gegner platt, Mann. Jo. So, erstmal eine Runde Kettenblitz für alle. Ah. Kleiner haut so fies rein. Autsch. Jawohl. Oh mein Kurian, friss, das du Rat. Nicht meckern. So, du wolltest aber was da oben haben, ne? Ja, sobald ich in 30 Sekunden respawned bin. Also ihr müsst nicht auf mich warten. Entweder ihr pusht jetzt, weil das Gegnerteam komplett fast weg ist, oder ihr holt den Boss. Eins von beiden. Hatte nicht noch irgendjemand eine Münze? Ich hab noch. Ah, ja, ich kann sie abgeben gehen. Ja, ich gebe jetzt die zwei ab und dann darfst du die letzte abgeben. Ja, das ist natürlich noch die dritte Variante. Ansonsten wären jetzt auch beide Kisten wieder da gewesen. Oh, ich bin ja schon längst wieder da. Ich gucke hier gerade wie ein Spectator zu, wie ihr arbeitet. Zitadelle. Oh, ich wusste gar nicht. Ja, natürlich, wenn man es geht. Du hast noch einen Turm. Weil sie es können. Deswegen. Was ich? Du lässt dich vom Chor verhauen. Jawohl. GG! Hey! Uhu! Jawohl! Das ist ein Zustand. So mag ich das. Ja. Ja, ist auf jeden Fall. Blizzard hat halt schon ein enormes Talent bei den Grafiken. Ne? Wenn man die Grafik vergleicht, Leute, sieht so schlecht aus. Ich, also fand ich schon immer. Und das sieht einfach so viel besser aus. Also das Gesamtpaket stimmiger. Ja, das stimmt. Und vor allen Dingen ist es halt wirklich nicht, wenn ich jetzt eine Runde LOL spiele, muss ich mir mindestens eine Stunde frei nehmen. Und hier kann ich einfach ein Match anschmeißen, das hat jetzt knapp 20 Minuten gedauert. Ja. Ungefähr. 16:52, um genau zu sein. So, ich bin mal raus. Ja. Wenn du noch weitermachst, wünsche ich euch viel Glück. Ja, danke. Danke fürs Mitmachen. Jo, ciao. Tschüss. Ich mach noch ein Ründchen mit. Noch ein Ründchen machst du mit? Ja, dann. Klar. Ja, den. Aber du. Achso, Jake ist dann auch raus, genau. Der muss morgen auch wieder früh raus. Ja, den meinte ich, Papa. So. Soll ich mal gucken, ob ich spontan noch so ein bis x Spieler auftreibe? Wenn bei dir jemand noch mitmachen will, klar, warum nicht? Ich guck mal.
Wie viel Zeit willst du haben? So viel, dass ich eine rauchen kann? Ja, du kannst mal eine rauchen gehen. Ausnahmsweise, wir sind ja nicht so. Kann ich mal kurz meine Freundesliste durchgehen? Be right back. Jupp. So, mal schauen. Ja, nee. Ich glaube, dann sind wir doch auf uns gestellt. Ist ja auch okay. Ja, kriegen wir auch hin. Wir haben ja zwei wunderbare Bots dann, die uns zur Verfügung stehen. Du sagst das so mit einer positiven Laune. Ja, kommt drauf an, was die Bots machen, ne? Wenn man selber... Also ich habe festgestellt, wenn man selber genug irgendwie sich anstrengt und die Objectives holt und alles, dann geht das mit den Bot-Spielen. Dann kann man schon mal, eigentlich geht das mit dem Gewinnen dann ganz gut, aber man muss sich echt anstrengen. Ja, das stimmt. Das stimmt auf jeden Fall. Wenn ich jetzt wüsste, ob das Valas Breitpose ist oder nicht, würde ich ja auch auf Breit klicken, aber ich habe Angst, dass das Match dann wieder losgeht und wir dann wieder ohne Jackie dastehen. Nee, ja, bisher sind ja nur einer von drei ready. Achso, ja, okay. Also mein Furion sieht jedenfalls irgendwie ziemlich schräg aus in dieser Pose. Der sieht immer aus. Der zittert auch so seltsam. Ja, so als wäre der auf Entzug. Ja, genau. Ich meine, Thrall zappelt so, als müsste er ganz dringend wohin. Das stimmt, ja. Mach hin. Ja, ich hoffe ja, dass sie vielleicht irgendwann einen Moonkin-Skin freigeben für den, dass ich dann wieder als Eule rumlaufen kann. Das wäre natürlich was. Das wäre super. Wenn man die meinte Luki, glaube ich, vorhin, ne? Ich meinte die vorhin. Ach so, die war noch ganz ulkig, die hat noch Spaß gemacht. Ja, die ist ganz witzig, aber die möchte ich jetzt, glaube ich, nicht spielen. Ja, die ist nicht so hübsch. Ja, mein Furion finde ich jetzt auch nicht hübsch, aber... Um Hübschigkeit geht's gerade irgendwie nicht. Also ich finde so vom Gameplay her finde ich es halt lustig, weil du selber nicht wirklich aktiv am Kampf teilnimmst, sondern einfach nur deine Lane verstärkst. Das ist ja genauso wie... Nee, das ist die Sachen spucken kann und so. Dann war er das, glaube ich. Abathur war das derjenige, der gar nichts machte und nur daneben stand. Das kann sein, den habe ich, glaube ich, im Forum gelesen, aber der sieht aber fies aus. Einer von den beiden, der konnte im Grunde nichts machen. Nee, die können spucken und so und alle möglichen Sachen. Stimmt, tun. Die beiden verwechsel ich immer, die sehen aber auch. Also, wirklich. Beides nicht so ästhetische, seltsame Viecher. Nee, also, da muss man schon die Zerg wirklich mögen. Ja. Hübschigkeit, was denn für ein Wort? Ja, das. Da hat wohl jemand mal keine Trolle gespielt bei WoW. Doch, ich hatte ein oder zwei Trolle, aber... ich hatte einen Troll, aber das war ein Moonkin, also... Ja. Also hattest du die extra Rasse Eule, sozusagen? Ja, genau. Natürlich. Ich bin immer in Eulenform rumgelaufen und dann hat man das nicht gesehen. Ich fand die Baumform fand ich früher immer nett. Ja, die fand ich auch toll, weil ich echt... Luki war da auch großer Fan von und hat komplett aufgehört, seinen Druiden zu spielen, als er die Baumform weggenommen hat. Inzwischen ist die, glaube ich, drinnen wieder. Da läufst du dann als kleiner Urtum rein oder so eine Glyphe, ja genau. Ich möchte meine Eule haben. Ja, dann musst du dich beschweren an @Blizzard, glaube ich, oder? Ich habe einen Foren-Thread gemacht.
Wir wissen ja, wie effektiv das ist. Hust, hust. Wir können jetzt natürlich alle unsere 2 Millionen Zuschauer dazu aufrufen, einfach mal Add Heroes of the Storm zu machen. Ach, Add Blizz Heroes ist es ja. So, und dann edit eine Eule für Malfurion. Ja. Zack, so. Ich hab getwittert. So, jetzt seid ihr dran. Ja, natürlich. Ich kenne ja nix. Schenk dem Jackie mal eine E-Zigarette. Ich glaube, er hat eine, nur die benutzt er halt nicht. Oh, ich habe mir damit tatsächlich jetzt am Ende sogar, ich benutze das Ding auch nicht mehr. Ich habe es tatsächlich geschafft, komplett davon wegzukommen. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Ich kann das noch gar nicht so glauben, wenn man überlegt, wie viel ich früher geraucht habe. Ich kann das gar nicht glauben. Jetzt erstmal eine Glückwunsch-Zigarette. Moment. Nein. Wer möchte, kann auch beide Streams gleichzeitig gucken. Da haben wir uns nämlich lustig Multi-Twitch zunutze gemacht. Dann müsst ihr nicht auf einen Bildschirm starren, sondern könnt gleich auf 2 Bildschirme starren. Ja, und seht, dass ihr unterschiedlichen Blickwinkel. Richtig. Ist ja das Schöne, wenn man zusammen streamt und beide Streamer sind. Aber ich habe gesehen, du streamst ohne Webcam. Selten, weil... nee. Da müsste ich mich immer zurecht machen. Da bin ich zu faul zu. Ach, bitte, Banne. Nein, das mache ich meistens nur irgendwie zu besonderen Anlässen. Facebook, aber eigentlich könnte ich es mal mehr machen. Facebook habe ich sogar benutzt. Aber da so, ich habe Jan überredet, dass er mitspielt. Ja, yay, super. Baby. Aber das fanden dann, zu dem Facebook fanden dann auch irgendwie die Leute nicht so lustig, also habe ich es dann auch sein gelassen. Oh. Ja, das hat auch nicht so ganz funktioniert. Ich habe dann immer irgendwie, ein Auge hat immer so ein Karl-Dall-Auge gemacht. Das sah nicht so toll aus. Ja, irgendwann wollte ich mir Facebook auch einfach mal so aus Jux und Dollerei mal holen, mal gucken, wie es ist. Weil ich finde es total geil. Vom Prinzip her finde ich es eine lustige Erfindung, dass da keiner vorher drauf gekommen ist, ne? Ja, vielleicht schon, aber vielleicht war es vorher technisch einfach noch gar nicht so möglich. Ja, das ist möglich. Ey, wenn ich Stufe 8 erreiche, kriege ich 2000 Gold. Ja. Stufe 8. Ja, hab ich nicht letztens noch gesagt, ich bin, glaube ich, Level 2 oder 3? Ich habe, glaube ich, ein bisschen aufgeholt. Du hast letztens ein bisschen gesuchtet, habe ich mir schon fast gedacht. als du nach dem Stream dann irgendwie sagtest, ich bin Level 12, dachte ich schon, oh, okay. Ja, als er dann gesagt hat, irgendwie so, ich könnte mitmachen, habe ich mir gedacht, oh, dann muss ich aber ein bisschen üben hier. Und das habe ich dann gemacht. So, Abend. Hallo. Abend, grüß dich, das ist Jan. Hallo Jan, ich bin Lea. Hallo Lea. Ich bin der Jan. So. Höflichkeiten abgeschlossen, komm jetzt zocken. Genau. Ja, Jackie hat gesagt, ach, es sind nur 200 MB Patchen. Ich gucke 1,2 Gigabyte. Also meinst du, wir können noch so 1 bis 20 Matches machen, bis du dann da bist? Nö, das geht ja recht fix mit unserem VDSL. Ja dann. Ich bin ja mal gespannt, was die morgen zur Eröffnung alles, was da sich ändern wird, wenn das Spiel dann offiziell live geht. Ich habe so die Befürchtung, man verliert erstmal wieder pauschal alles. Oh nee, das wäre blöd. Ja, das wird mir jetzt auch so ein bisschen... würde ich auch erstmal ein bisschen... Multi-Twitch ist auf jeden Fall lustig. Ja, ne? Es hängt auf jeden Fall, wenn nur ein Video. Jetzt mach mich nicht schwach. Ist wirklich so. Also bei mir laufen beide. Ich hab's nicht nebenbei noch laufen, weil das lenkt mich zu sehr ab. Ja, ich hab's nur... Hier kann das jetzt auch an dem Download liegen, also... Ja, ich hab's nur, damit ich den Link posten kann. Also theoretisch ein Spiel könnte man machen, bis hier und so weit ist. Meinst du? Ach Quark, das Patchen geht doch schnell, oder? Ja, oder? Komm. Das Patchen geht eigentlich schnell. Ja. Wie weit bist du denn jetzt? Also er zieht mit 3,2 MB die Sekunde. Ja, das geht doch. Wir haben auch aufs Kippchen gewartet. Ja, dürfte auf unserer Leitung eigentlich nur nicht möglich sein. Richtig, wenn wir auf ein Kippchen warten, können wir auch aufs Dingens warten.
Sprich eigentlich auch Emotes oder so? Ne, ich glaube nicht im Wartebildschirm. Nee, schade. So, machen wir nochmal ein bisschen Werbung. Können wir ja die Zeit nutzen. Oh, da ist mein Dingens verlinkt. Ja, na sicher. Wenn dann richtig. Guckt man sich ja bei den Großen ab. Dann muss ich vielleicht auch mal irgendwie das twittern. Kannst du auch twitchen? Hab ich auch ganz gut. Ich kann das auch twitchen. Kannst du auch bei dir in den Chat hauen? Das hat ja fast denselben Effekt. Die sind heute alle ganz leise. Kein Mensch sagt was. Ja, bei mir ist meine obligatorische Laberbacke ist jetzt da. Hallo Bloody Kane übrigens. Hallo Laberbacke bei Tracker im Channel. So. Aber Truppe, ich sehe bei dir diesmal nicht den Chat. Du siehst bei mir nicht den Chat. Ach, das liegt daran, dass ich ihn noch nicht integriert habe. Warte, das... Wie kann ich es nur wagen? Da, bitteschön. Ja, warte, in 40 Sekunden sehe ich das dann auch. Ja, vielleicht sogar kürzer. Weil ich habe die Beta bei Twitch ausprobiert, von wegen kürzerer Stream-Delay und so. Also ganz ehrlich, wenn ich das mitkriege von dem Stream vorhin und Gerede von Jackie, scheint die Beta nicht zu funktionieren oder nicht so, wie sie soll. Ja, das kann natürlich auch sein. So. Ich habe dann auch mal fröhlich geteilt. Jaha. Ja. So muss man den Leuten immer auf die Füße treten. Immer wieder. Ja, Geld gibt's dann am 13., ne? Ja, ja, wie üblich. Das übliche Bestechungsgeld. Ja. Ihr macht mich ganz kirre, wenn ihr auf bereit steht. Wisst ihr das eigentlich? Dann juckt's mir immer in den Fingern auch auf bereit zu klicken und dann steht Jan gleich vor verschlossenen Türen. Das wollen wir ja nicht. Du musstest natürlich den MOBA-Montag etablieren, ne? Ja, sein. Ach, nicht schmollen, Bloody Kane. Ich freue mich doch über aktive Leute. Es war ein freundliches, knufferiges Laberbacke und nicht ein negatives Laberbacke. Laberbacke ist ein sehr positives Wort, das geht gar nicht negativ. Ja, besonders so, als Twitcher freut man sich. Dann klicken wir doch mal auf Spielen. Und jetzt kann ich noch nicht mal schmollen richtig schreiben. Und nochmal 200 GB Patch. Okay, das erste, was ich mache, ist erstmal den Ton runterstellen. Ja, und ich hoffe, Jackie lädt dich ein, weil ich deinen Battletech nicht hab. Ich hab seinen Battletech auch nicht. Einmal mit Profis. Du hast mich in der Liste. Hab ich? Ja? Sehe dich zumindest, Silberdrache. Silberdrache schlägt vor, T:4009448 in die Gruppe einzuladen. Nach meinetwegen. Spieler in deiner Nähe. Ja, über dieselbe IP. Ach, ja, den. Wow, Tyrael. Da laufe ich direkt, da bleibe ich direkt bei. Ne? Das ist ein Tank, da kann ich als Heiler schön hinterher tackeln und bin hoffentlich sicher. Ich mag Tyrael. Zwei Tyraels? Nee, ich wollte nur gucken, was der kostet.
an Goldmünzen. Also. Ich war nur neugierig. Da so, der wird mir vorgeschlagen, aber ich darf ihn nicht spielen, was zur Hölle. Weil der nicht in der Rotation ist. Deswegen. Ja, aber. Ich so, dachte. Was darf ich denn? Du darfst Arthas spielen, das wäre fast dasselbe wie Tyrael, nur als böse quasi. Ich fand Arthas doof, als ich den mal ausprobiert habe. Aber das ist ein persönliches Ding, ich bin eh nicht so. Du WC3 war Arthas noch eine coole Sau, ja? Naja. Kommt drauf an. Ich fand ihn selbst damals eine kleine weinerliche Bitch, aber okay. Oh nee. Noch Menno. Hallo, ihr habt 20 Maps zur Auswahl fast und wir kriegen zweimal dieselbe bei 3 Matches? 4. 4, genau. Ja, okay. Nein, 3. Ach ja, jeder, der etwas 3. anderes behauptet, ist ein dreckiger Lügner. War das nicht eben auch die? Ja, ich glaube. Das ist jetzt schlecht. Ja. So. So, wo gehe ich denn dann lang? Was haben wir denn als Bot? Ach, Nasebo. Ach du Schande. Der Tempel öffnet seine Tore in 10 Sekunden. 5. Ja gut, dann gehe ich unten lang. Soll sich der Nase halt mal gucken. Überlegen, wo er hin will. Warum reitet Arthas eigentlich einen Kodo? Obwohl, nee, ist eine Donnerechse. Ja, ich wollte mich gerade schon beschweren. Weil er es kann. Weil sein Hintern zu fett ist für ein normales Pferd. Deswegen. Ach na super. Mirror Match, ja super. Da bin ich ja ein ganz großer Fan von. Au. Wo ist denn der Nase? Ach, der ist bei unten mir. Also ich habe unten 2. Und zwar Thrall und Vala. Ich komme runter zu dir. Vertrau mal Arthas, dass er das so oben alleine packt. Bloody Kane, wenn ich Geld für einen Wolf ausgeben würde, dann dürfte ich auch auf einem Wolf reiten. Aber ansonsten muss ich halt auf so einem Donnerechsenverschnitt rumwuseln. Na super. Der Bot ist platt. Ja, der Bot ist auch ein bisschen dämlich. Au. Ich meine, 2 Heiler in einer Lane sind ja jetzt auch nicht gerade so das Nonplusultra. Komm, du Feigling. Oh, fuck. Gebt mir Minions. Nee, das geht gerade schlecht. Ich kann hier nur mit dem Thrall bieten. Level up. Ja, ist ja gut. Nicht genug Mana. Bla bla. Ja, hat mich.
Na. Puh. Tack, kleiner Feigling. Genau, du bist der einzig wahre Arthas. Ja, scheint so. Nur du. So, ich muss mich mal gerade ein bisschen heilen. Meine beiden sind hier unten, also fehlen hier unten. Ich habe keine Ahnung, wo die lang sind. Oben. Nein, die haben gerade ein Lager gekillt. Vala, hilfst du mir mal kurz? Habe ich dir schon mal erzählt, Jack, dass du dir einen echt ungünstigen Zeitpunkt zum Abhauen ausgesucht hattest? Nee, hier bei dem Lager. Nicht bei denen da unten. Also ich nehme auch deine Hilfe da unten, aber ich hätte erstmal gerne... Jetzt hilft mir der Bot. Ja, lieber der Bot als irgendwas. So. Jawohl. Das da. Ja, jetzt sind sie zu dritt hier unten. Lauf. Hier unten ist übrigens der Tempel aktiv. Deswegen sind sie auch zu dritt hier. Oh, ich bin tot. Mist, der Heilbrunnen ist weg. Muss ich mich einmal heilen. Nee. Warte noch auf mich. Ich glaube nicht, dass wir die da kaputt kriegen. Das also nicht kriegen, das reicht, wenn wir sie da weglocken. Ja, das wird aber mehr Sinn machen, wenn wir da auch ein bisschen Druck drauf packen könnten. Können wir Lili killen? Nein, können wir nicht. Aua. Alter, die kann sich heilen? Ja, sicher, das ist eine Heilerin. Deswegen wollte ich ja, dass du die killst. In der Mitte, ein bisschen Hilfe wäre nicht schlecht. Ich mach eben oben den Push noch mit und dann komm ich runter. Du kannst oben pushen? Wir kriegen hier unten gerade sowas von auf die Nase. So, jetzt wird's aber lustig. Klopp, klopp. Rein. Beben. Erdbeben. Ich habe verschreckt das falsche Ulti mitgenommen. Naja. Ja. Das ist ärgerlich. Ich versuche hier gerade mal wieder das Belagerungscamp hier einzunehmen. So unten auch mal wieder ein bisschen mehr Druck aufbauen will. Mal nach oben. Bala ärgern. Mach das. Ich geh mir mal einen Heilbrunnen einpfeifen. Unten ist nur noch Lili. Der werde ich fertig. Hoffe ich. Berühmte letzte Worte.
Los, meine Gule. Hallo, rennt doch mal hinterher, Gule. Ah. Schade. Oder ein und gut. Ich bin unten beim Tempel. Ich weiß aber nicht, wie lange ich den halten kann. Auf dem Weg. Oben ist auch noch, ne? Also teilt das ein bisschen auf. Dann gehe ich mal wieder. Das hört sich gut an. Da kommt Kleiner. Mit Hilfe. Wenn du kannst, versuch Lili irgendwie umzuboxen. Du kennst ja das Prozedere. Zuerst die Heiler. Yep. Aber nicht, wenn Kleiner einen verprügelt. Der hat sich ausgeprügelt. Kommt Walla dazu. Warte, ich bin da. Ja. Okay, zwei hängen in der Mitte, einer hängt oben, zwei hängen unten, oder wie? Los, Bot, geh mal woanders hin. Schleif dich. Yay! So, unten haben wir. Geh mal Mitte weiter ärgern. Ja, ich komm mit. Das sieht mir nämlich gerade nach einem Push von denen aus. Kommst du oben weiter klar oder soll ich gleich zu dir kommen, wenn ich respawne? Achso, du meintest mich gar nicht. Nein, ich meinte Jim. Ah, mal schauen. Ah, klappt. So, Mitte okay. Ist clear. Dann, darf jetzt nur gerade keiner kommen. Dürfte nicht, zwei sind tot. Dann geh ich mal mit nach unten. Zwei sind unten und ich habe keine Ahnung, wo der dritte ist. Wo du da gerade stehst, lass uns doch eben schnell den Boss hier einen platt machen. Jawohl, die Firma dankt. Chef bezahlt später. Für Ruhm und Ehre. könnt ihr das da einnehmen? Wo ihr gerade daneben steht? Elemente leitet mich. Ja, ja, greif ruhig schon an. Die müsstest du auch alleine fast schaffen. Weil dann haben wir nämlich unten jetzt einen massiven Push. Jawohl. So, dann wollen wir doch mal helfen. Nein, nein, ich habe dir jetzt gerade kein Massaker angerichtet. Du, mach das ruhig. Du hörst dich hier niemanden beschweren, oder? Ja, alleine die vier Belagerungsviecher sind ja schon böse. Aua. Das macht nix. Nicht weinen. Wir sterben gerade alle. Fast alle. Nee, das ist die falsche Taste. Genau, das meine ich. Geh doch dahin. Die sind gerade beschäftigt. Mit Resten zusammenfegen. Ich bin auch schon unterwegs dahin. Ich komme auch.
geht's. So. Sobald das hier durch ist, sollten wir uns beeilen mit dem Zurückziehen. Den Hop ab. Dann. Jo. Nö, wieso, war doch richtig. Achso, zwei dumme, ein Gedanke und so. Bot, ich hätte ja nichts dagegen, wenn du die Fähigkeiten benutzt, ne? Aber dann benutzt sie wenigstens richtig. Da kommt Sledgeham. Und klar, Mai, komm, Massaker. Lili, komm, bot. Komm dich holen. Entschuldigung. Mach ja nichts. Ach, weißt du, weil es gerade eben so gut geklappt hat? Machen wir das doch gleich nochmal. Oh, hallo Lilly. So, und dann nehme ich das doch. Hören wir doch gleich einmal wieder rüber. Warum bleibt er nicht hier? Weil er nicht möchte, dass du ihn umbringst. Ja, ich habe gerade Frostgram auf Hungern gestellt. Tja. So, das dürfte jetzt auf jeden Fall unten einen ordentlichen Push zusammen basteln. Und die von den Tempeln ablenken. Sollst du stehen bleiben, Fall. Da. Genau. Na komm. Jawohl. No chance, ma. Wieso? Wenn wir jetzt den oberen Tempel auch noch einnehmen können und halten können, dann knallt's direkt auf deren Zitadelle. Soll ich zum unteren? Der untere ist gar nicht aktiv. Nicht? Nee. Kann man, unterhalb der Minimap kann man das sehen. Richtig. Aber unten an der Botlane, da kommen da gerade mindestens drei reingelatscht. Ne? Ich seh's. Aber wenn wir den Tempel halten, dann ist deren Zitadelle weg. Bringt denen da nicht viel, ja. Richtig. Ja, dann klopft ruhig an. Wir machen das dann hier einfach. Bam! Hey, uns! Jawohl! Die. Level up! GZ! Danke! Ja, mit Arthas ja, auch. Jebi, 10. Hattu! Noch einen guten Viertellevel und ich kann mir Thrall als Heldenporträt auswählen. Yay!
Noch ein Viertel, dann bin ich Level 8. GZ? Naja, noch nicht ganz, aber